Betternet hat eine gratis- und eine kostenpflichtige Version. Ein nachhaltiges Geschäftsmodell für ein VPN. Und es verspricht so einiges. Doch hält es das auch? Wenn es mehr Gratisnutzer als Premium-Kunden gibt, ist das nicht verdächtig? Dies ist mein ehrlicher Betternet-VPN-Review. Ich checke die beiden VPN-Versionen dieses Dienstes und erkläre euch alle Vor- und Nachteile und ob Betternet 2021 eine zuverlässige Option für euch ist. Wenn ihr noch mehr interessante Videos über VPNs sehen wollt, abonniert diesen Kanal und gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefällt. Ist Betternet FreeVPN schnell und zuverlässig genug für den Alltagsgebrauch? Tunneling-Protokolle und die Serveranzahl haben großen Einfluss auf die Geschwindigkeit. Betternet nutzt ein eigenes Protokoll namens Hydra-Katapult. Dies soll angeblich ähnlich zum OpenVPN-Protokoll sein, das so oft verwendet wird. Es ist sehr schwer herauszufinden, wie viel Server für die Gratisnutzer verfügbar sind. Ehrlich gibt es darüber keine klare Info. Aber da nur ein einziger Standort in den USA verfügbar ist, denke ich, dass es nicht so viele sind. Mein Speedtest zeigte, dass Betternets Gratis-Version enttäuschend performt. Ich hatte massiven Geschwindigkeitsverlust und der Ping war unkomfortabel hoch. Es gibt sogar Berichte, dass Betternet überhaupt nicht funktioniert. Manche Gratis-Nutzer konnten sich gar nicht erst verbinden. Und man hat nur 500 Megabytes pro Tag zur Verfügung. Und wie sieht's aus mit der Premium-Version? Die Megabytes sind hier unbeschränkt. Ihr habt Zugang zu rund 80 Ländern. Aber auch hier ist die tatsächliche Serveranzahl unklar. Zum Glück ist die Geschwindigkeit besser als bei der Gratis-Version, aber lange nicht so gut wie behauptet. Und auch das noch. Da die überladenen Gratis-Server in den USA sind, wird es langsamer, wenn ihr mit einem US-Server verbindet. Für Gratis-Nutzer ist Betternets Performance furchtbar. Für Premium-Nutzer ist sie durchschnittlich, je nach ausgewähltem Standort. Ist Betternet VPN sicher? Schützt es eure Daten? Sowohl Gratis- als auch Premium-Versionen nutzen AES 128 und 256-Bit-Verschlüsselung. Die Verschlüsselung erfolgt also tatsächlich nach Militärstandard. Leider gibt es keinen Killswitch in den Apps, außerhalb der Windows-App. Killswitches schützen euch, wenn eure VPN-Verbindung abbricht. Und mit Betternet passiert das leider oft. Betternet war außerdem bekannt für Datenleaks. Jetzt gibt es aber ein Leak-Protection-Feature, das effektiv vor Datenlecks schützt. Doch es wäre besser fest in der App integriert, anstatt nur eine wählbare Einstellung zu sein. Der Leak-Schutz ist nicht solide in der Betternet Chrome-Erweiterung. Ich rate euch davon ab, sie zu installieren. Ihre Anfälligkeit für WebRTC und DNS-Leaks ist einfach zu gefährlich. Es gibt auch keine Camouflage-Funktion zum Verbergen des VPN-Traffics. Ihr solltet dieses VPN daher niemals in Ländern mit strenger Zensur verwenden. Das Whitelister-Feature ist praktisch, aber funktioniert nur für Domains und nicht für Apps. Und es gibt keine weiteren Sicherheitsfeatures. Betternets Datenschutz ist weit entfernt von ideal. Es sitzt in den USA, einem Teil der Five Eyes Intelligence Sharing Alliance. Das heißt, die Regierung könnte diesen Anbieter zum Teilen eurer Daten auffordern. Einige der Serverstandorte sind virtuell, daher wisst ihr nicht, welches physische Territorium ihr besucht. Und die Datenschutzrichtlinie ist beunruhigend. Zuerst enthielt die kostenlose VPN-App Werbung. Und auch seit diese durch ein Bandbreitenlimit ersetzt wurde, gibt es weiterhin Probleme mit der Datenschutzrichtlinie. Sie sagt, dass euer geschätzter Standort und Internetanbieter mit den Werbenden geteilt wird, obwohl diese doch verschwunden sein sollten. Drittanbieter können mit der Gratis-App auch Cookies auf eurem Gerät installieren. Bisschen seltsam, oder nicht? Abgesehen davon sammelt und speichert Betternet Browsing-Timestamps, Geräteinfos sowie Geräte-ID, Hardware-Modell und OS-Version und genutzte Bandbreite. Domainnamen werden protokolliert, auch wenn sie scheinbar nicht personenbezogen sind. Das ist nicht toll, aber zumindest sind sie irgendwie ehrlich. Die Gratis-Version könnt ihr ohne Anmeldung downloaden, aber bei dieser Datenschutzrichtlinie hilft das nicht viel. Daher kann ich von diesem Dienst nur abraten. Sicherheit und Datenschutz lassen viele Wünsche offen. Das Entsperren von Netflix ist schwer für VPNs. Leider bietet Betternet entgegen seiner Behauptung fast gar keinen Netflix-Service, nicht mal einen mit den kostenpflichtigen Tarifen. Ich konnte nur auf Netflix US und UK zugreifen. Macht euch auch keine Hoffnungen bei anderen Streaming-Plattformen. Alles, was Betternet kann, ist geobeschränkte Inhalte auf Videoseiten wie YouTube oder Vimeo zu entsperren.
Es behauptet, P2P zu unterstützen, aber in der Praxis macht die geringe Geschwindigkeit Torrenting nahezu unmöglich. Wahrscheinlich Glück im Unglück, denn die Datenschutzrichtlinie gibt Torrentern nicht viel Schutz. Insgesamt ist dies kein Streaming- oder Torrenting-VPN. Soweit war dieser Betternet-Review nicht allzu positiv, aber es gibt doch eine gute Sache an diesem Dienst. Er ist wirklich einfach zu benutzen. Es gibt nicht viele Features, das Verbinden und Zurechtfinden ist sehr einfach. Es gibt Apps für die vier Hauptplattformen und die einzige Browser-Erweiterung ist das unsichere Chrome-Addon. Leider gibt es keine manuelle Konfiguration, daher könnt ihr es nicht auf Routern, Spielekonsolen, Streamingboxen und so weiter nutzen. Die Gratis-Version erlaubt eine Verbindung und die kostenpflichtigen bis zu 6 Geräte. Die Benutzerfreundlichkeit geht auf Kosten der begrenzten Funktionalität. Betternet ist bei weitem kein perfekter Dienst, doch ist sein Preis dementsprechend niedrig? Leider bekommt ihr nicht, wofür ihr hier bezahlt, da die Premium-Version tatsächlich recht teuer ist. Zum Beispiel ist der Langzeittarif viel teurer als bei NordVPN oder Surfshark-Tarifen und diese Dienste sind unter den schnellsten auf dem Markt derzeit, mit brillantem Datenschutz und hoher Sicherheit. Gar kein Vergleich, Leute! Betternet hat eine 7-Tage-Gratis-Version und wenn ihr das Abo innerhalb von 45 Tagen cancelt, erhaltet ihr auch euer Geld zurück. So wird's zumindest angegeben, ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber dieser Service ist wahrscheinlich sowieso nur Geldverschwendung. Wenn ihr ein solides VPN wollt, aber nicht allzu viel dafür bezahlen möchtet, checkt die Links in der Beschreibung, mit meiner Liste der besten VPNs. Jeder Link hat einen einzigartigen Rabatt, sodass ihr viel Geld sparen könnt. Freunde, ich muss sagen, dass Betternet VPN mehr Nachteile als Vorteile hat. Es ist schnell, gierig und unsicher. Schenkt euer Vertrauen keinem VPN wie diesem. Es ist nicht wirklich gratis, sondern das Produkt seid ihr. Falls ihr Betternet schon mal genutzt habt, teilt doch eure Erfahrungen unten in den Kommentaren. Ich freue mich drauf. Abonniert diesen Kanal für eure wöchentliche Dosis an VPN-News, Reviews und Tutorials. Und damit danke fürs Zuschauen.